Die Rente mit 63 richtig planen, Tipps vom Rentenberater. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können oder wollen nach dem 60. Lebensjahr nicht mehr arbeiten. Die Gründe dafür sind relativ allgemein zu benennen. Das kann Krankheit sein, das kann Arbeitsüberlastung sein, das kann Druck durch Vorgesetzte sein. Auch schlechte Vorgesetzte, die also nicht in der Lage sind, mit Menschen umzugehen, Perspektivlosigkeit auf Arbeit, betriebliche Gründe wie Entlassung zum Beispiel. Ja, denken Sie bitte an die Automobilindustrie, die angekündigt hat, mehrere 10.000 Menschen entlassen zu wollen und die dann auch ihre Jobs verlieren. Ja, und da muss man gucken, wie komme ich dann in Rente. Und natürlich auch familiäre Gründe, pflegenahe Angehöriger und so weiter. Das sind alles Gründe, wo man sagt, okay, da möchte ich eigentlich so schnell wie möglich aus der Arbeit raus und in Rente gehen. Und wenn es geht, sogar schon vor dem 63. Lebensjahr. Und da ist der Weg bis zur Rente ist natürlich ganz wichtig, wie man den geht und wie man den richtig plant. Gehe ich weiter arbeiten oder nutze ich Brücken bis zum gewünschten Rentenbeginn? Wie zum Beispiel Altersteilzeit. Eine Vorruhestandsregelung ist eher die Ausnahme, gibt es aber trotzdem. Das Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Ich komme dann noch auf eine fünfte Variante, das vergessen manchmal die Versicherten oder die betroffenen Arbeitnehmer, nämlich die Erwerbsminderungsrente. Und als allerersten Tipp, den ich Ihnen nur geben kann, wählen Sie bitte die richtige Rentenart. Die ist wirklich entscheidend für Ihren Rentenbeginn. Und da haben wir ja vier Altersrentenarten, die wir wählen können. Der Klassiker ist die Regelaltersrente. Die können Sie aber nicht vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen. Das wissen wir ja, die geht nur ab 65 bis in der Spanne bis 67 Jahren. Die lassen wir mal außen vor. Aber dann haben wir die Altersrente für langjährig Versicherte. Die ist erst mit 63 möglich. Dazu brauche ich 35 Jahre Wartezeit. Und diese Rente gibt es im Regelfall nur mit Abschlag. Den können Sie sich natürlich zurückkaufen, aber erstmal, dass Sie wissen, nur mit Abschlag. Dann haben wir die zweite Altersrentenart, das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Ich betone besonders. Denn diese Rente kann man ab dem 63. Lebensjahr bekommen, und zwar für die Geburtsjahrgänge von 1953. Und danach muss man für jedes Jahr späterer Geburt immer zwei Kalendermonate obendrauf rechnen. Das heißt also, wer 1957 geboren ist, kann mit 63 Jahren und 10 Kalendermonaten in Rente gehen. Voraussetzung ist, ich brauche 45 Jahre Wartezeit. Und diese besondere Altersrente vor der Regelaltersrente ist immer ohne Abschlag. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es immer ohne Abschlag. Aber sie ist immer niedriger als die Regelaltersrente, wenn Sie weiterarbeiten würden. Also bitte auch das nicht vergessen. Oder als letztes die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und da brauchen wir ab Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von 50. Das ist das Minimum. Ansonsten sind Sie nicht schwerbehindert. Und 35 Jahre Wartezeit. Wer also am 1.12.1956 geboren ist und die 50 und den Grad der Behinderung von 50 nachweisen kann und die 35 Jahre Wartezeit erfüllt hat, kann schon deutlich unter 63 Jahren hätte er zum 1.10.2017 mit 10,8% in Rente gehen können. Wenn er zum 1.12.2019 in Rente geht, wären es nur noch 3,3% Abschlag. Also, die Wahl der Rentenart ist ganz wichtig, deshalb hier auch bitte den Fokus immer darauf legen, damit Sie hier auch den richtigen Rentenbeginn im Auge haben und auch wissen, was kriege ich für Abschläge oder kann ich die Rente ohne Abschläge erreichen. Was immer gerne vergessen wird, ist die Erwerbsminderungsrente. Warum sage ich Ihnen das? Die Erwerbsminderungsrente kann auch eine Brücke zur Altersrente sein. Und zwar sogar eine sehr finanziell lukrative Brücke. Denn mit den neuen Regelungen zur Zurechnungszeit 2019 und dem Rentenbeginn einer Erwerbsminderungsrente ab 2019 ist es oftmals so, dass die Erwerbsminderungsrente höher ist als eine vorgezogene Altersrente. Sogar, es gibt Beispiele dafür sogar, dass die EM-Rente höher ist als eine abschlagsfreie vorgezogene Altersrente.
Woran sehen Sie das? Ganz einfach, Sie kriegen jedes Jahr eine Renteninformation. Gucken Sie einfach mal da drauf, auf die Renteninformation. Da steht oben als allererstes, was Sie für eine Erwerbsminderungsrente bekommen würden, wenn Sie zum Beispiel mit dem Leistungsfall vom 1.7.2019 oder Rentenbeginn 1.7.2019 in Rente gehen. Die ist immer höher als die vorgezogene Altersrente. Und das ist ganz wichtig, dass man das einfach mal im Auge behält und weiß, aha, wenn ich krank bin, dann beantrage ich natürlich neben der Altersrente meinetwegen auch die Erwerbsminderungsrente. Denn sollten Sie diese Erwerbsminderungsrente bekommen und Sie sind deutlich über 60, haben Sie zwei Vorteile. Erstens, Sie haben eine höhere Wertung über der Rente über die neue Zurechnungszeit und zweitens, die Abschläge in der Erwerbsminderungsrente sind aufgrund der Sonderregelung des § 77 Absatz 4 SGB VI meistens niedriger als eine Rente, als eine Altersrente mit normalen Abschlägen. Und was ganz wichtig ist, dass Sie das auch nicht vergessen, auch keine Sorge haben. Wenn Sie also eine Erwerbsminderungsrente bekommen und danach anschließend in die Altersrente gehen, nehmen Sie die Entgeltpunkte aus der Erwerbsminderungsrente mit in die Altersrente. Das heißt also, die Rente, die Sie dann später mal bekommen nach der EM-Rente, kann aufgrund der Besitzschutzregelung im SGB VI nicht niedriger werden, wenn Sie die Voraussetzungen dort einhalten. Daher mein Tipp, nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, eine EM-Rente im Bedarfsfall als Brücke zur Altersrente für das 63. Lebensjahr einfach zu nutzen. Unser Tipp, die Rente sollte sorgfältig geplant werden. Lassen Sie sich durch die DAV, also durch die Deutsche Rentenversicherung, für Ihre Wunschtermine exakte Rentenberechnungen durchführen und auch zuschicken als fiktive Berechnungen. Oftmals bieten auch Ihre Arbeitgeber Schätzungen an, was aber sehr ungenau ist. Das würde ich dann doch tatsächlich nachrechnen lassen von der Deutschen Rentenversicherung. Oder Sie nutzen einfach unser Rentenplanungspaket und schauen ganz einfach, wie Sie mit uns, also mit uns als professionelle Rentenberater, Ihre Brücke zur Rente mit 63 richtig planen und auch dann sorgenfrei in den Ruhestand gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.